Schön hier zu sein. Bei so einem langen Video kann man echt von hinten vom Saal bis hier nach vorne in Ruhe gehen und braucht nicht in Hektik zu verfallen. Ich bin froh, dass ich hier bin und ich musste mich heute Morgen erstmal umstellen, weil normalerweise halte ich diesen Vortrag oder ähnliche Vorträge auf Englisch und es ist irgendwie wieder schön, Deutsch zu sprechen. Ich war in den letzten paar Wochen in Kopenhagen, in Stockholm und in Denver. Gut, wir haben heute ein ganz schönes Thema, agil und Hardware. Oder andersherum, wie ich agile Methoden verwenden kann in der Hardwareentwicklung. Ich habe die letzten 18 Jahre war ich im Beratungsgeschäft, Coachinggeschäft und die letzten 10 Jahre in diesem Thema drin, also agil erst mit Software, der klassische Klassiker und danach im Hardware. Und was ich möchte, ist euch ein paar Denkanstöße geben. Ihr müsst mir nicht zustimmen, das ist vollkommen okay, aber so ein paar Denkanstöße, worum man dann das mitnehmen könnt. Das ist eine Riesenherausforderung natürlich. Und die Hauptherausforderung liegt tatsächlich darin, zu orchestrieren. Zu orchestrieren zwischen Softwareentwicklung und zwischen Hardwareentwicklung. Habt ihr ähnliche Probleme bei euch oder Herausforderungen? Wer von euch hat auch Software- und Hardwareentwicklung gleichzeitig? Ja, so ein paar. Bei einer anderen nur Hardware, wer hat nur Hardware? Und die anderen schlafen schon. Okay, gut. Das ist ein komplexes Thema, deswegen komplex, weil wir haben Probleme und wir wissen ganz genau, da gibt es keine Lösung draußen, ne? Sonst wäre es ja kompliziert. So, es ist ein komplexes Thema und wir wissen, Komplexität kann ich nur angehen, indem ich auf das Lean-Vorgehen auch noch was draufsetze, nämlich mit agilen Arbeitsweisen arbeite. Und da sind wir nicht alleine da. Wir sehen das bei anderen Automotives und ich habe es auch real gesehen vor Ort, zum Beispiel in Vermont, dass agile Arbeitsweisen die Antwort sind auf Beantwortung von komplexen Sachverhalten. Wir machen das nicht, weil wir agil geil finden oder weil das die 42 ist, ne, also die Antwort auf alle Fragen, sondern wir glauben, dass da und sehen anhand von Daten, dass da tatsächlich, dass das Ganze schneller, wir sind flexibler und dergleichen funktioniert. Da sind wir auch nicht alleine mit. Es gibt ziemlich viele Firmen, die agile Ansätze haben. Ich habe jetzt nur mal die Firmen aufgenommen, wo ich selber schon mal drin war, wo ich das weiß und gesehen habe. Aber da sind natürlich viele, viele andere. Jetzt könnte man natürlich überlegen, agil, dann ist es ja einfach. Aber jemand, der schon mal agile Arbeitsweisen versucht hat und Hardware versucht hat, weiß, das kann gehörig in die Hose gehen. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich das mal ein bisschen anschaut, warum, was da für Herausforderungen sind. Und dann noch einige andere Herausforderungen mehr. Jetzt überlegt der Mensch, der will doch eigentlich was Positives sagen über Agilität und Hardware und sagt uns die ganze Zeit, warum es so schwierig ist. Ich will nur mit euch auf einen Stand kommen, dass das echt kein einfaches Thema ist. Wenn hier einer vorne steht und sagt, 42 ist das Silver Bullet, ja, es funktioniert, das wird nicht funktionieren. Man muss echt selber überlegen, was macht man, experimentieren, von anderen lernen. Übrigens, kopieren geht auch nicht. Wenn ihr mal bei so einem Tesla-Werk wart, ne, AI zum Beispiel, die setzen AI sehr, sehr intensiv ein, zum Beispiel das komplette Portfolio-Management ist mit AI gesteuert aktuell, jetzt im Moment. Die Produktionsprozesse werden Echtzeit pro Zelle, pro Produktionszelle, Echtzeit Video aufgenommen und AI gecheckt. Das kann man nicht kopieren. Das will man auch teilweise gar nicht kopieren. Nicht, weil der Typ, der eben mit Moral gesagt hat. Ne? So. Jetzt wollen wir uns mal anschauen. Wir sind also im Endeffekt am Anfang vom Lernen. Also ein bisschen wie Back to the Future 2001, 2002, wo wir so mit Agil und Software angefangen haben. Agile Manifest, wenn das schon einer was gehört hat von. Und genau das Gleiche sind wir jetzt hier da. Das heißt, wenn ihr das mit irgendeinen Experten dafür braucht, ihr werdet keinen finden. Es gibt keinen Experten, der euch das... Wir können nur von anderen lernen. Und da habe ich euch was mitgebracht. Ich habe euch mal 4 Lifehacks mitgebracht. Ja? Wenn ihr die macht, wird es immer noch nicht funktionieren. Es ist kein Kochrezept. Aber es sind schon mal Punkte, die man sich anschauen kann, wo man verbessert werden. Und was wir jetzt machen ist, weil ich habe insgesamt 15 Minuten Zeit, ich plane 2 Minuten zu überziehen, wir machen Speed-Dating. Das heißt, wir gehen in jeden dieser Punkte kurz rein